Platz 7 GTA for You, 8 Platz 9 für das Team von LSF, Platz 10. Nee, jetzt sind wir schon auf der 11, Platz 10. Was ist jetzt hier? Ist hier noch eine Veränderung gegeben? Platz 9 LSF, Platz 10 Jungs von VE Racing, Platz 11 Racing Association. Dann die Jungs von Sackschwitze auf der 12, auf der 13 Vortex Motorsports, auf der 14, muss ich erstmal gucken hier, VE Racing 2 und das Team von Independent Sim Racer auf der 15. Das sind die, die hier ins Ziel gekommen sind. Herzlichen Glückwunsch an die Jungs. Wir kommen dann zum Interview. Ich hoffe, ich kriege das Interview mit den Zweitplatzierten, mit den Englischsprachigen einigermaßen hin. Wir werden es versuchen. Okay. Das zumindest war erstmal der Lauf zum, der dritte Lauf zur GT1 Langstreckenserie hier bei den 500 Kilometern von Sandfort hier auf SimRace TV, organisiert von SimRacing.org, Autoren GT1, gt-1.de. Persona Harald Galinis. Schöne Bilder hier noch zum Schluss. So, ich bitte die Herrschaften hier ins Interview. The first and only Rickard Helsten is here. Yeah, welcome. Congratulations to Torrent Motorsports on position 2. Aber wir haben jetzt auch den Dennis Erner hier und wir haben auch Ronny Hennel und Sebastian Röhn von Notox hier. Ach, der Dennis ist... Nee, Moment, wir brauchen ja jetzt noch einen Drittplatzierten. Wo bleiben die Herrschaften von Racing? Gar nicht hier. Das ist natürlich schade. Nein, du kannst gerne bleiben, Dennis. Okay. So, congratulations to Torrent Motorsports 2-2 position 2 here in this race. Was a planned position for you? I think it was a bit higher than we expected. We expected P3, to be honest, but well, 100 kilos for a Red Bull ring will be a disaster. Please tell me from your race. You have a race without problems, I think so. What was the highlights for you? Well, the biggest highlight probably was the fight with Erner and Wackenbauer. The car itself was quite okay. We lost
a bit in sector one because of the weight penalty, and the tire wear was quite high, I think. So, yeah. With your 70 kilos was a problem for the tires, I think. Yeah, I think so. Yeah. Okay. And now you go. You said it. You go with 100 kilograms to Red Bull Ring. And what is your plan? Position 10? well, I will be happy if we can be top 5, but I think it will be hard with all the long straights. And as I noticed, going uphill and acceleration, you lose a lot. So. Yeah. We has in the last year with SBI Racing a team whose go in I'm not sure. Also was 100 kilos in a race and was is finished in position 3. now you must hit this. If not, you get 50 kilos additional for the Nordschleife. No. It was a joke. Okay, congratulations for you. It was a great to see that you a team was 70 kilos goes to position 2. Okay, All-Star was without the problem the motor engine blowing from All-Star, I think it was a third position for you, but yep. Also that is a great thing here what you do in this race. Congratulations also to Petter, and I hope we see us in 14 days, and I wish you only the best, and great race. Okay, wir kommen jetzt zum Drittplatzierten. Die sind nämlich jetzt da. Der Niklas ist da, wenn ich das richtig sehe, und auch der Thomas ist da. Niklas, ich würde trotzdem dich als Ersten fragen wollen. Du bist heute das erste Mal mit dabei gewesen. Ganz kurz die Frage, irgendwoher kennen wir uns? Bist du schon mal im Rennen bei simracing.de oder .org gefahren? Ja, ich bin schon 24 Stunden Le Mans mitgefahren. Genau. Und auch das Green Hell Event, also Nordschleife, dabei. Ja, gut, das war super Sache. Niklas, da der Thomas hat seinen Job gemacht, alles klar. Bei dir wussten wir nicht so ganz genau, wo wir dich einstufen sollten. Ich hatte dich beim Training beobachtet, das sah ganz gut aus. Aber jetzt nicht die Superpower, also zumindest im Training, das konnten aber auch Longruns sein, so lange habe ich da nicht zugeguckt. Jetzt hattest du zum Schluss den Matthias Leibold im Nacken, der dir Runde um Runde über eine Sekunde abgenommen hat, bis zu seinem Ausrutscher. Bist du schwer nass geschwitzt oder hast du das relativ locker gesehen? Ja, wurde auf jeden Fall richtig eng zum Ende hin. Ich habe die ganze Zeit nur auf die Abstände geguckt und es wurde halt immer weniger. Ich habe mir so ausgerechnet, wie viele Sekunden er mir abnehmen kann pro Runde, dass es noch passt. Ja. Und dann war ich ganz glücklich, dass auf einmal 10 Sekunden mehr auf der Uhr waren. Da hat er wohl einen Ausrutscher gehabt. Ja. Aber dann hat es noch alles gepasst. Also, super Sache. Ja, also denke ich mal, kommen wir mal zum Thomas. Thomas, Platz 3, ich meine, du bist schon alleine, als du das erste Rennen auf dem Sachsenring gefahren bist, du warst allein unterwegs auf Platz 2, wurde dir nicht gewertet. Ihr seid sehr, sehr performant unterwegs. War der dritte Platz vorhersehbar oder seid ihr extrem glücklich, dass es geklappt hat? Sagen wir mal so, fangen wir ganz vorsichtig. Wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich mir eigentlich ursprünglich vor dem Rennen, also bevor ich die Zeiten der anderen gesehen hatte, eigentlich schon ein bisschen mehr ausgerechnet gehabt. Aber die Speed, die Torrent und Notox dahingelegt haben mit ihren Gewichtern, ich habe es ja vorhin mal geschrieben, was das ungefähr an Zeit kostet, also das ist abartig und wie die davon weggefahren sind. Da klar, da ist das der dritte Platz das Beste, mit dem man rechnen kann und deswegen natürlich auch voll und ganz zufrieden. Okay, ja. Zielsetzung für A1 Ring? Die besten Teams sind jetzt noch mehr mit Kilos vollgefressen. Vielleicht klappt es das nächste Mal, keine Ahnung. Also einfach mal rauchen lassen. Okay, alles klar. Ja, also Gratulation an euch für den dritten Platz.
Und ich denke mal, ich vermute mal, mehr war wahrscheinlich nicht drin, weil, wie du es gesagt hast, das, was die, was Notox, All-Star und All-Star Honor, ja, Entschuldigung. Ja, und was Torrent da vorgelegt haben, das war wirklich sensationell. Kommen wir mal zu einem von den drei sensationellen, nämlich Notox Racing. Ronny hatten wir schon im Interview, deswegen frage ich mal auch Sebastian, der ja auch den Schlusslink gefahren ist. Hättest du eine Chance gesehen, All-Star auf der Strecke zu überholen? Oder hättest du, wie Ronny hat ja auf den Boxenstopp gehofft, wie war deine Vorstellung? Ehrlich gesagt, ich würde es selber gern wissen. Ich kann es dir nicht beantworten. Also ich hab schon vorhin zum Ronny gesagt, das ist so schade, dass die ausgefallen sind. Ich meine, ganz ehrlich, ich wäre hier auch mit einem zweiten Platz super happy gewesen und mich hätte es einfach viel mehr interessiert, ob ich jetzt da nur noch vorbeigekommen wäre oder nicht. Ja. Ich glaub es nicht, allein aus dem Grund, wir waren zwar, oder beziehungsweise ich war im mittleren Sektor deutlich schneller als der Michael, aber im letzten Sektor dann gerade speziell die letzten beiden schnellen Kurven, da konnte ich ihm nicht folgen, da lag sein Auto besser und ohnehin ist es da auch schwer, jemanden direkt zu folgen im Windschatten, weil man einfach tierisches Untersteuern kriegt und ich glaube, ich hätte es nicht geschafft, ohne irgendeine Harakiri-Aktion ihn da auszubremsen. Also es wäre sehr, sehr schwer geworden. Die Frage ist halt dann eher, ob ich ihn hätte vielleicht in den Fehler hetzen können. Aber wie man sieht, auch ich habe mir den so einen kleinen Fehler geleistet. Gut, jetzt weiß man natürlich, oder beziehungsweise im Nachhinein kann man dann sagen, er war zum Glück nicht rennentscheidend, aber vielleicht wäre es gewesen. Also ich meine, ich war da eine Sekunde dran und in dem Moment poppte hier gerade auf, dass jemand an meinem Boxenplatz wahrscheinlich gestanden ist. Da wurde mit der Stop angemeldet und es ist gerade jemand vom Server und in dem Moment war ich einen Tick abgelenkt und beim Rausbeschleunigen nicht richtig aufgepasst und sofort kam der Dreher und der kostete mich dann gleich 4-5 Sekunden und ich meine, ich bin zwar am Ende wieder rangekommen, aber also ich kann es nicht sagen und ich finde es wirklich schade, dass die so, also dass er ausgefallen sind. Mich hätte, also der Fight, der hat so viel Spaß gemacht. Und man muss natürlich auch noch sagen, mir wäre ja beinahe noch das gleiche Schicksal passiert, weil ich nämlich so dumm war und das Motorprogramm hochgeschaltet habe. Ich habe sonst immer auf die Stops geachtet und da war es ja so, dass All-Star eigentlich immer eine Runde später reingekommen ist als wir und insofern war ich dann überrascht, weil wir waren in unserem Rhythmus und All-Star ist halt eine Runde früher rein und in dem Moment habe ich nicht reagiert und bin halt weitergefahren und dachte mir, okay, schalte halt das Motorprogramm hoch, damit du nicht zu viel verlierst. Und habe dann aber nicht dran gedacht, dass wir die Kühlung gar nicht dafür ausgelegt hatten. Und am Ende der Runde hatte ich dann auch die Anzeige, Motortemperatur viel zu hoch, war dann noch so aufgeregt und habe total vergessen, dann auch noch beim Stopp den Motor auszuschalten. Und ja, den letzten Stint war ich dann auch froh, dass wir so einen riesen Vorsprung hatten, so dass ich da den Motor schonen konnte, wo es nicht ging. Das war auch kurz vorm Ausfall, glaube ich. Naja, gut, also das, ich glaube, ihr habt ja eure Tools. Echt? Ja, stimmt. Stimmt, ich habe irgendwas gesehen, ja. Ich hab das Tool nicht, ich bin da kein Freund von. Das, was man in R-Faktor sieht und da gibt es ja keine Motorhaltbarkeit und am Ende der Runde hat er gequalmt. Und von daher, also haben wir sozusagen Glück gehabt. Das kleine Quäntchen mehr Glück gehabt als Oster. Jetzt geht's mit 90 Kilo auf einer 1-Ring. Ronny hat schon so ein bisschen angedeutet, da ist erstmal Gewicht abbauen angesagt, richtig? Also prinzipiell habe ich zum Ronny gesagt, werden wir erstmal volle Attacke fahren. Also wir werden das einfach
schauen, was vom Setup her geht und auch das Rennen erstmal ganz normal angehen. Sollte sich dann herausstellen, dass wir hier ähnlich wie in Spa absolut unterlegen sind, werden wir uns eventuell zurückfallen lassen. Ja. Aber prinzipiell ein Rennen schon zu beginnen und zu sagen, okay, ich peile hier einen 10. Platz an, also ich glaube, das ist falsch. Allein auch, weil man die anderen unter Druck setzen muss. Also ich meine, es kann ja auch auf so einer Strecke auch mal schnell passieren, dass da einer einen Fehler macht. Man kennt zum Beispiel die letzte Kurve auf dem A1-Ring, da kann man das Auto auch mal schön in die Wand hauen und dann ist es vielleicht kaputt. Ja. Und insofern ich war also prinzipiell müsste man schon sagen, für die Nordschleife müssen wir abbauen, aber das werden wir dann kurzfristig entscheiden. Alles klar. So, meine Damen und Herren, wir haben, ich glaube, ein Rennen mit ganz vielen Höhen und ganz vielen Tiefen gesehen. Es war insgesamt gesehen definitiv ein spannendes Rennen. Auch wenn die Strecke so viel an Spannung nicht hergegeben hat, hat sie jedenfalls sensationelle Bilder geliefert. Wir hatten tolle Zweikämpfe, Dreikämpfe, wir hatten auch Mehrkämpfe, die zumindest am Anfang zu beobachten waren. Wir gratulieren nochmal den drei siegreichen Teams. Motox Racing auf Platz 1, auf Platz 2 das Team von Torrent Motorsports und auf Platz 3 das GP Racing Team. Ich verabschiede mich auch im Namen von Harald, der es nicht mehr geschafft hat. Bitte seht ihm das nach. Er hat hier seine Webseite, ihr habt es ja vorhin sicherlich selber gehört, selbst die Leute wie Henna Rizzi und Schwager informieren sich auf seiner Seite über die Geschehnisse im Tourenwagensport. Also der ist da sehr, sehr fleißig und ich glaube 40.000 oder 50.000 News sind auf seiner Seite nachzulesen. Also das muss man sich mal reintun. Der ist natürlich jetzt ganz heiß da in Sebring dabei. Ich weiß nicht, ob das Rennen da schon zu Ende ist oder nicht, keine Ahnung. Aber auf alle Fälle vielen, vielen Dank an unsere Zuschauer hier, die dabei waren. Ich denke mal, ihr habt eine spannende Moderation gehabt, wieder mit vielen News und auch was die beiden Herrschaften da aus dem realen Rennsport heute am Anfang der Übertragung uns mitgeteilt haben, war sicherlich auch nicht ganz ohne. Wie gesagt, wir sehen uns in 14 Tagen hier bei SimRace TV auf dem Red Bull Ring in Zeltweg und da werden die Karten neu gemischt mit ganz schön verschiedenen Gewichten. Allstar wird so ein bisschen profitieren, aber natürlich mit schon einem erfolgten Streichergebnis, heute mit dem Ausfall, wahrscheinlich mit nicht mehr allzu vielen Chancen auf die Meisterschaft, aber zumindest zum Angriff blasen können sie und da nochmal richtig Spaß haben, während Motox und Torrent sich das jetzt so ein bisschen hier aufgeteilt haben. Wir werden mal gucken, was GP Racing noch reisen kann. Auch die sind noch durchaus in der Lage, da vorzufahren und ja, gucken wir mal. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch ein entspanntes Wochenende, einen schönen Sonntag und wir sehen uns in 14 Tagen. Bis dahin, tschüss und bis bald.